Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute geht's um McDonald's Monopoly 2017. Es ist wieder soweit, bei McDonald's kann man was gewinnen. Und zwar hier zum Beispiel ein Haus, ein Auto, ein Big Mac oder ein Handy und andere tolle Sachen. Da hat der König sich gedacht, na gut, dann ist es wieder allerhöchste Zeit, sich den Winterspeck anzuessen. Da wurde natürlich ein, zweimal bei McDonald's diniert. Mit freundlicher Unterstützung von ein paar Kumpels habe ich mir hier 20 Sticker zusammen gegessen, bei denen wir immer die Chance haben, was zu gewinnen. McDonald's Monopoly, die meisten von euch werden es sicherlich schon kennen. Es gibt ja das schon länger. Wie funktioniert der Spaß? Wir können es ja noch mal kurz erläutern. Das hier liegt auch in jeder Filiale aus. Hier sind einmal die Spielregeln. Die gehen wir jetzt nicht durch, aber es ist relativ einfach. Die muss man sich auch nicht komplett durchlesen. Es gibt einmal Sofortgewinne, zum Beispiel ein Skiurlaub, ein Einfamilienhaus, eine Snapchat-Brille, das ist sehr wichtig, das sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Kopfhörer gibt's. Zieht man den Sticker ab, hat man gewonnen und dann kann man sich den sofort abholen bzw. einsenden und bekommt den Gewinn dann zugeschickt. Dann gibt es noch Sammelgewinne. Da braucht man hier die drei Straßen in gleicher Farbe. Dann hat man zum Beispiel ein Fiat 500 Cabrio gewonnen. Hier zu gewinnen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man alle drei Straßen braucht und dementsprechend selten ist jeweils eine davon. Wir werden natürlich alles geben und versuchen hier alles wegzugewinnen, was zu gewinnen ist. Ich baue auch so einen Sofortgewinn. Mit so einem Big Mac wäre ich schon äußerst zufrieden. Das hier ist ja auch gleichzeitig unsere Spielunterlage. Hier können wir dann die Straßen drauflegen. Ah, deswegen legen wir die mal hier so oben an die Seite hin. Ja, wie schon eingangs gesagt, habe ich hier 20 Sticker. Sind jeweils drei Aufkleber, einmal eine Straße oder ein Sofortgewinn hier oben und dann gibt es hier noch Gutscheine. Und man kann auch noch an einem Jackpot teilnehmen. Da steht hier irgendwo gleich ein Jackpot-Code, den kann man dann online eingeben. Da kann man dann auch irgendwas richtig Dickes gewinnen, liebe Rubbelfreunde. Ich würde sagen, ich rede nicht weiter drum rum um den heißen Brei, sondern fange gleich an. Wir öffnen die ersten und schauen mal, was wir haben. Was haben wir hier? Ist das hier schon so? Ne. Doch, das ist schon ein Sofortgewinn. Wir haben hier einmal Pommes oder einen kleinen Kaffee. Ja, also viel besser kann es doch gar nicht laufen. Und die neue Straße dann noch einmal. Und das hier sind diese Gutscheincodes oder wo sind diese Jackpot-Codes? Einlösbar bis. Das ist eine gute Frage, wo die sind. Hier haben wir jetzt die neue Straße und einen Sofortgewinn. Das ist doch toll. Dann machen wir mal weiter. Und hier haben wir leider keinen Sofortgewinn, aber einen Hauptbahnhof und die Bahnhofstraße. Wenn das mal nicht gut zusammenpasst, dann weiß ich es auch nicht. Was ich eben noch mal gucken wollte, kann man die Sachen hier rausnehmen und draufkleben? Ich glaube schon. Weiter geht's. Oh, und noch ein Sofortgewinn. Wenn es einmal läuft, ein Hamburger oder ein Cheeseburger und die neue Straße. Die neue Straße haben wir jetzt zum zweiten Mal. Also ist das keine von den ganz seltenen. Kann man bis hierhin festhalten. Und noch ein Sofortgewinn. Da stellt sich der König natürlich ein dickes Menü zusammen. Münchner Straße und noch mal eine kleine Pommes oder ein Käffchen. Lecker Käffchen. Und was haben wir hier? Ein Sofortgewinn. Ein Cappuccino oder ein McSundae. Also der Nachtisch ist wieder gerettet und die Seestraße. Das sieht gut aus. Da haben wir schon zwei von drei Straßen. Lessingstraße und Nordbahnhof. Unser zweiter Bahnhof. Ja, das ist doch eine feine Sache. Und wir haben ja nur so ein paar Sticker, ne? Dann haben wir hier, der erste ist für die Rubbelfreunde. Wer am schnellsten ist, gewinnt. Hier ist der Jackpot-Code. So einen kann man dann online eingeben. Dann hat man die Chance auf den Jackpot. Und die Badstraße. Jackpot-Code. Ich habe auch gelesen, wenn mich nicht alles täuscht, dass man dann, wenn man den Jackpot-Code eingibt, eine kleine Cola bekommt. Hier haben wir noch einen Jackpot-Code. Komm, der ist auch noch für die Rubbelfreunde. Und die Seestraße. Die Seestraße haben wir auch schon gehabt. Weiter geht's. Und hier einen Jackpot-Code, den gebe ich mal ein. Und die Schlossallee. Das ist natürlich super, die Schlossallee. Aber ich glaube, die Parkstraße ist die seltene. Und
Ein Sofortgewinn und die Badstraße nochmal. Eistüte oder ein Softdrink? Da kann ich mir aussuchen, ob ich was zu dem Burger essen möchte oder ob ich einen weiteren Nachtisch mir gönne. Zwei Straßen haben wir hier. Poststraße und Opernplatz. Von den roten ist das unsere erste Straße. Das ist unsere erste Straße. Ja, diese Gutscheincodes hier, 15% Rabatt auf einen Einkauf bei About You. Ja, Rubbelfreunde, holt euch die 15% Rabatt. Weiter geht's. Und wir haben einen Sofortgewinn. Hamburger oder Cheeseburger und die Schlossallee nochmal. Und hier wieder ein Sofortgewinn. Hamburger oder Cheeseburger und die Münchner Straße. Die haben wir aber schon mal, ne? Ja, die haben wir in der Tat schon mal. Also ich muss sagen, die Sofortgewinne von McDonald's-Produkten sind auf jeden Fall gut. Da haben wir hier nochmal einen Jackpot-Code und die Bahnhofstraße. Bahnhofstraße haben wir leider auch schon mal. Wir haben noch ein paar. Kommt da noch was Dickes? Die Poststraße. Poststraße, auch eine ganz feine Straße, muss man mal anmerken. Nächster Sticker, Jackpot-Code und die Chausseestraße. Wenn es einmal läuft, sage ich euch, liebe Rubbelfreunde, die Chausseestraße, Poststraße haben wir jetzt zweimal. Naja, heiter geht's weiter. Ein weiterer Sofortgewinn, Eistüte oder Softdrink und die neue Straße. Oh, jetzt habe ich hier fast einen verloren, aber wir haben noch drei Stück. Jackpot-Code und Münchner Straße. Ein Sofortgewinn und die Poststraße, Eistüte oder Softdrink. Unser letzter Sticker. Ui, einmal ein McToast oder ein Croissant nach Wahl und die neue Straße. Jetzt haben wir auch noch was zum Frühstück gewonnen. Das ist doch super toll. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Kann man da nur sagen. So, jetzt haben wir alle 20 Dinger aufgemacht. Oder ist einer vergessen worden? Nein, dann können die schon mal weg. Ich sortiere jetzt mal hier kurz die Straßen beisammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem ich die Sticker jetzt den einzelnen Straßenzügen auf dem Spielbrett zugeteilt habe, können wir feststellen, dass wir keinen Sammelgewinn gewonnen haben. Wer hätte das gedacht, liebe Rubbelfreunde? Ja gut, ich muss sagen, es war anzunehmen. Dafür ja, hatten wir kein Glück. Es kann natürlich auch bei so 20 Stickerpaaren passieren, dass man einen Sammelgewinn dabei hat, aber da muss man schon sehr, sehr glücklich sein. Manche Straßen haben wir natürlich doppelt. Hier Neue Straße, Münchner Straße, Poststraße. Ja, ich denke, da brauchen wir wirklich, wirklich viel Glück. Man muss ja auch bedenken, hier zum Beispiel haben wir bei dem Smart TV 15 Mal gibt es den zu gewinnen. Dementsprechend selten ist dann halt auch die Hafenstraße in diesem Sticker drinne und McDonald's gibt es in ganz Deutschland. Also das ist schon ein Riesenglück, wenn man da die Hafenstraße bekommt. Jetzt kommen wir zu den Gewinnen. Was haben wir denn gewonnen? Wir haben hier Sofortgewinne von der Eistüte bis zum Cheeseburger bis zum Frühstückscroissant. Ist hier wirklich alles dabei, liebe Rubbelfreunde. 10 Gewinne, 10 Sofortgewinne sind es insgesamt. Wir hatten ja 20 Stickerpaare. Ist eine Quote von 50%. Gar nicht so schlecht, will ich da mal meinen. Ja, da kann ich mir ein schönes Menü zusammenstellen. Schön einen wegdinieren bei McDonald's mit den Gewinnen. Wir hatten noch 7 Jackpot-Codes, die eingelöst werden können. Ein paar werde ich selber eingeben, ein paar habe ich ja im Video gezeigt. Die gebt ihr dann ein, wenn ihr schneller seid als andere Rubbelfreunde. Also beeilt euch. Und dann gab es ja noch die Gutscheincodes. Davon haben wir ja insgesamt 20 Stück hier. Ich hole sie nochmal ins Bild. Hiervon werde ich Fotos machen, da ich die selber nicht gebrauchen kann. Werde ich Fotos machen und sie auf Facebook hochladen. Ihr könnt die Codes dann gerne nutzen. Es wäre dann nur super, wenn ihr zum Beispiel diesen Code hier von About You nutzt. Einfach kurz in die Kommentare reinschreiben, dass ihr den schon genutzt habt. Dann muss der andere Rubbelfreund, der vielleicht auch einen nutzen will, nicht erst alle ausprobieren, bis er den passenden hat. Das wäre super, wenn wir das so hinkriegen würden. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende vom McDonald's Monopoly
Video. Vielleicht werde ich noch mal ein bisschen sammeln und dann machen wir noch mal ein Unboxing. Ja, so ein Sofortgewinn wäre schon cool, muss ich sagen. Vielleicht auch nur so ein Sportbeutel, das wäre ja schon der Hit. Oder, das ist auch schon oft drin, 100.000 mal 3 Monate, Live-Sport bei DAZN. Da war ich mal angemeldet, als Floyd Mayweather gegen Conor McGregor gekämpft hat. Eigentlich ganz cool, dieser Online-Live-Sportdienst, muss ich sagen. Ja, nee, schöne Sache, McDonald's Monopoly macht Spaß, wie jedes Jahr eigentlich. Was Größeres haben wir halt noch nie gewonnen, aber vielleicht kommt das ja dieses Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bis hierhin, liebe Rubbelfreunde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal richtig was abgegriffen habt bei McDonald's Monopoly. Ein Rubbelfreund hatte mich ja angeschrieben, der hat bei der Aldi-Rubbellos-Aktion eine VR-Brille gewonnen. Von daher, Gewinne sind auf jeden Fall möglich. Schreibt mal in die Kommentare, ob und was ihr gewonnen habt. Würde mich sehr für euch freuen, wenn ihr was gewonnen habt. Ich bin dann raus, verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, macht's gut.